Nein, ich habe keine Lebensmusik. Das Leben selbst ist meine Musik. Ich habe kein Lied, ich habe andere Dinge. Und das Schönste ist Stille, wenn man sie aushält. Nicht alles soll sich an mich erinnern. Erinnerung kann ein Minenfeld der Trauer werden. Ich will sie mir in ihrer Zukunft lachend vorstellen. Sie sollen glücklich sein. Sie soll singen. Schauderhaft ist, wenn jemand zum Abschied sagt, wir besuchen dich bald nochmal. Bitte, besucht mich nicht nochmal, besucht mich wieder. Das sind die Feinheiten im Sterbeknigge. Nochmal steht auf der roten Liste. Ich bin Jüdin und verbrachte einen Großteil meiner Kindheit in einem Lager. Anstatt der Mutter hatte ich nur ein Lied von der jüdischen Mama. Dieses Lied trug die ganze Spannung meines Lebens in sich. Und um das auch gleich zu sagen, an ein Leben nach dem Tod glaube ich nicht. Was bringt es sich, das einzureden? Diese Welt ist der beste Ort. Wir müssen alles hier regeln. Wenn wir was nicht schaffen, naja, sei es drum, so ist das im Leben.